Einen wunderschönen, da bin ich auch schon wieder, euer Odin, und ich begrüße euch ja zum Hardware-Video der Watch 2 von, ich kann den Namen mal nicht aussprechen, von der Firma von Soundpads. So, wir werden jetzt erstmal den QR-Code Scanner anschmeißen. Das ist halt der Nachteil von meinem Handy, dass er halt das immer nicht gleich übernimmt. So, zur Webseite. Ah, jetzt komme ich wenigstens gleich. Weil ich habe immer sonst Probleme, dass ich halt nicht in Google Play Store gleich komme, weil der und nicht jede Webseite mit dem QR-Code-Scanner erreichbar ist, weil dann gleich auf den Mi-Browser geht und der Mi-Browser hat einen Werbeblocker. Ja, es lädt runter. Wird natürlich dann auch mit meinen Apps kompatibel sein, mit der Google Sport App oder wie die heißt und mit der von Xiaomi. Die werden sich die Daten dann davon abgreifen, denke ich mal. Zustimmen. Zulassen. So, jetzt müsste ich mich anmelden. Das werde ich jetzt gleich mal machen. Beziehungsweise registrieren muss ich mich als erstes. Passwort nehmen wir das. So. Code abrufen. Kann ich euch jetzt noch nicht zeigen. Jetzt geht hier eine Uhr. Jetzt kam eine E-Mail. Überprüfungscode. Wird auch gleich eingetragen. Natürlich nicht. Live. Da ist er. Kopieren. Einfügen. Registrieren. Was? Bitte stimmen Sie zu. Ach so. Habe ich nicht gesehen. So, da ist so ein kleines Feld nur. Und was ist denn hier? Hier ist alles gemischt, ist Deutsch und dann haben wir hier aber auch was Russisches stehen. So, männlich. 1981, Monat 4, Tag 5. Ja, das müssen sie fixen. Also, seht ihr das? Alles Deutsch, plus das ist Russisch. Größe 1,80. Ich will nicht 1,80, der geht immer auf 1,81, wenn ich loslasse. Okay, machen wir 1,79. Geht auf 1,80. Ne, da geht doch. Gewicht. Ach, naja, okay. Müsste ich mich dann nachher mal wiegen. Ich jetzt hier nicht ansagen, natürlich. Zielgewicht. Ja. Foto machen, aus Album auswählen. Also man kann auch das Benutzerbild selber machen oder aus einem Album auswählen. So, live, Hintergrundeinstellung, Energiesparmodus empfohlen. Ja, dann nehmen wir den doch. So, zurück.
Autostart. So. Okay. Bei dieser App, okay. So. Berechtigung, Standort. Ja, kann er ruhig immer zuleiten lassen. Soll ja genau sein, wenn wir irgendwo dann uns befinden. Okay. Über andere Apps. Machen wir erstmal weg. Ah, hier haben wir auch gleich die Huawei-App mit drin, ne? Bitte richten Sie eine automatische Bluetooth-Verbindung. Okay, dann werden wir jetzt mal, ne, hier hin. Bluetooth. Den müssen wir auch hier erstmal anmachen. So, geht an. Ja, jetzt sagt er hier auch nochmal mit der App. Die haben wir ja schon. Aber ist cool, dass er das gleich hier im Handy auch zeigt, dass man das scannen kann. Finde ich geil. So, Add. Ah, da haben wir sie. Koppeln. So, haben wir. Wir haben sie jetzt drinne in der App. Jetzt sind wir in der Sound-App hier nochmal adden. Jetzt sucht er. Jetzt muss man kurz in der Zeit was trinken, ich habe trockenen Hals. Ich schiebe das mal ein bisschen hoch. Erneut scannen. Erneut scannen. So. Jetzt bin ich hier im Menü. Hab einfach hier gedrückt gehalten. Smart Messung. Das werden wir gleich machen. So, jetzt müssen wir mal gucken. Oh, hier Schrittezähler, Wetter, Sleep, Musikmode, Setting. Power off, on, reset. Okay, der ist immer wieder zurück. Ah, hier können wir hell und dunkel machen. Ich lasse mal so ein bisschen über halb. Ausschalten, about, das ist die MAC-Adresse.
Ach, hier haben wir die Designs. Aber da muss es auch mehr geben. Weil da waren ja mehr abgebildet. Da kannst du durchswipen. Also von der Bedienung her finde ich die ganz gut. Also komplette Touchfeld, kommt überall auch schnell hin. So. Keine Beschränkung. App und Aktivität identifizieren, um wichtige Prozesse laufen. Machen wir mal keine Beschränkung jetzt, mal vielleicht dann was besser. Ja, damit soll sie zusammenarbeiten. Gucken, ob wir noch irgendwas haben. Tanken und so muss nicht. Zahnputz-App auch nicht. Ja, das ist hier von Oral-B hier. Die Zahnputz-App. Hier oben irgendwo, wo war sie? Habe ich wieder. Da. Fun-Zone, kannst du durch Zähneputzen Spiele spielen. Klingt komisch, ist aber so. Kompass. Hier ist jetzt nichts weiter, wo ich sage, das sollte noch freigegeben werden. Dann können wir zurückgehen. So, Gerät hinzufügen. Der sucht jetzt wieder nach Geräten. Bitte schließen Sie das. Bitte. Was? Gerät nicht gefunden. Oh, ist das klein geschrieben. Bluetooth-Funktion des Mobiltelefons aktiviert ist. Bitte. Anzeige. In der Nähe des Telefons sind. Warte mal, dann nehmen wir das mal. Entkoppeln. So, die ist jetzt da unten drin. Jetzt gehe ich wieder hier rauf. Such die jetzt noch mal. Ah, jetzt kommen wir weiter. Ich habe Fehler gemacht. Ich habe die Smartwatch mit Bluetooth verbunden. Erneut scannen. Oder? So, jetzt war ich da wieder umgeschalten. Jetzt gucken wir mal hier. Vielleicht ist sie ja denn nur auf diesem Bildschirm. Ach, da haben wir sie. Nur auf dem Bildschirm ist dann halt Bluetooth aktiviert. Und die muss nicht mit dem Handy so verbunden werden, sondern mit der App. So. Ja. Wir haben bestätigt, dass wir das sind und wir möchten das verbinden. Firmware-Aktualisierung, ja. Okay. Wie weit haben wir denn hier eigentlich den Akku? Achso, sehen wir jetzt nicht. Gut. Geht eigentlich recht fix, muss ich sagen.
Vom Design her finde ich es auch ganz schön, schön schwarz und nicht so clean und futzelig bei mir am Arm. Also da wirkt die dann schon wesentlich besser. Ah, jetzt startet sie wieder neu. Wir haben hier das Logo. Jetzt ist sie da. Ich komme so auch gleich zur Einstellung. Ist ja geil. Das Menü ist ganz cool gemacht. Klingeln lassen wollen wir nicht. So. Es klingeln lassen, also beziehungsweise vibrieren lassen. 46% ist die Smartwatch. Informationen. Keine Informationen. Also wir haben jetzt noch keine Informationen. Schlafen, Wetter, Übungsprotokoll, Kameraprotokoll, aha, Bewegung, Ich muss gleich die Kleine holen vom Kindergarten. So. Einstellungen. Hier haben wir nur Helligkeit, Ausschalten, Zurücksetzen und über mehr. Ein Countdown, Stoppuhr. Atemtraining. Das ist sehr gut. Okay, also, aber da muss es noch andere Designs geben. Da werden wir mal gucken, was die App sagt hier. So, Einstellungen. Firmware-Update. Wir sind auf dem aktuellen Stand. Werkseinstellungen wiederherstellen. Version. Stunden. 12 Stunden kann man den herstellen. Grad Celsius, teilweise bewölkt, Handgelenk anlegen, Benachrichtigung, Anrufe, eigene Anrufe, ja, zulassen, 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 Sitzen, Erinnerung einschalten, Alarm, bitte nicht stören. Messenger und Instagram und Signal. Das sind so die Spotify auch noch. Telegram. Signal und Telegram. So. Ah, hier haben wir Ziffern. Ah, hier haben wir das Ziffernblatt einstellen. Wartet mal, ich zoome mal ein Stück raus. Oh, hier haben wir schöne Sachen mit bei. Was nehmen wir denn da Schönes? Ich hätte schon eine gerne digitale Anzeige. Oh, mit dem Mond sieht ja auch geil aus. Oh, das sieht auch geil aus. Strudel.
Süßer Teddy. Synchronisieren. Mal gucken. Synchronisiert. Ach, jetzt haben wir drei hier drauf. Das ist geil. Also es wird nicht die anderen gelöscht. Man kann die anderen jederzeit wieder zurückkehren. Das ist cool. Ich habe gedacht, das würde jetzt verloren gehen. Würde das noch gerne testen wollen. Ob das jetzt Wetter und tagesabhängig ist, weil hier ist ja Mond abgebildet. Stiller Nachthimmel. Heißt doch stiller Nachthimmel, naja. Wird wohl nur Nachthimmel sein. Ja, aber sieht auch cool aus. Interstellar. Also mit dem Mond finde ich richtig geil. Mal gucken, wie das auf der Smartwatch aussieht. Oh ja, mit dem Mond lasse ich. Oh ja, das sieht geil aus. Was haben wir hier noch? Schwarzes Loch. Aber das kann man sich nicht nah. Das müsste man vielleicht noch. Ah, doch, jetzt. Ach, da habe ich ja Zeiger und so. Nee, das wollen wir nicht. Oh, das sieht auch geil aus. Das sieht auch sehr gut aus. Hier mit dem Planetensystem, urklein. Das werde ich auch noch mal übertragen. Synchronisieren. Im Game Pass ist was Neues. Wo kommt was Neues? Gerade in meiner Newsgruppe gepostet. Da gehen erstmal Grüße an Merima raus, die euch da mit den News und Infos und Updates immer up to date hält. So, wie sieht's aus? Ja, klein, schlicht. Und jetzt haben wir hier noch. Ach, meine große kommt jetzt auch schon. Auch wenn man das da wenigstens ändern könnte, da. Ihr habt nämlich dann gleich alles so vorne im Blick. Du hast deine Schritte im Blick, du hast die Uhrzeit im Blick, du hast das Datum im Blick und ein Feuer und Navigation. Ich habe keine Ahnung. Geil wäre natürlich, wenn man sich das dann noch farblich ein bisschen anpassen könnte. Oder sein eigenes erstellen kann. Das wäre auch geil. Benutze. Oh ja, doch. Leck mich am Arsch, wie geil. Wir können Benutzer definiert machen. Hintergrund auswählen. Das Album. Ist ja geil. Da kannst du ja wirklich. Oh, schön. Da kannst du schön rumspielen mit. Schrift. Oh, du kannst ja die Schrift. Nee, die Schriftfarbe. Bild. Streichen Sie nach links um weitere Farben. Ist ja geil. So, machen wir mal.
muss ich sehen. Richte euch das mal schön hoch, damit man das sieht. Jetzt ist es da. Na, sieht doch geil aus. Also wenn, ja. Also wenn das nicht geil aussieht, dann weiß ich auch nicht. Also wenn da jetzt noch GIF-Bilder gehen, dass die animiert sind, dann oh, Alter, leck mich am Arsch. So, ich will nochmal ein benutzerdefiniertes erstellen. Bild auswählen. Aus Galerie auswählen. Oh, da könnte ich ja auch Fotos von PlayStation nehmen und einfach die Wave dann mit drin nehmen. Von der PS4 und so. Finde ich auch richtig geil. Kamera. Vom Stativ aus. Meine Tochter. Das darf ich nicht nehmen. Da meckert meine Frau rum. Aber das darf ich nehmen. Zuschneiden. Oh, schade, ist sie denn drüber? Warte mal, nochmal Bild auswählen. So, zuschneiden. Oh, das ist geil. Oh, das ist geil. Das ist jetzt richtig geil geworden. Richtig hoch, damit ihr das seht. Ja. Jetzt ist es da. Ist das nicht geil? Das hier fällt mir. Ach, der hat die anderen jetzt gelöscht. Ah, okay. Okay, also die macht da wohl. Ich brauche aber jetzt was Dunkles. Ich werde das hier nehmen, mal zum Testen betragen. Schade, es geht wohl doch nur eins. Aber die Übertragung ist ja ruckzuck erledigt, falls du das Design ändern willst. Ich will mal gucken, ob man jetzt hier vielleicht noch, wenn ich das jetzt drauf habe, ob man das vielleicht innerhalb der Uhr noch ein bisschen farblich anpassen kann. Was sagt die Uhr? 14:11? Ja, ich muss dann auch gleich noch Tests machen. So, jetzt haben wir es. So, wenn wir das jetzt... Ich würde lieber das austauschen gegen was anderem. Okay. Dann lassen wir das. Das macht dies. Das macht dieses. Das macht das. Ja, draußen ist ziemlich hell. Da ist es gut, wenn ich das vielleicht dann. So, okay, dann werden wir mal. Hat ein schönes breites Band. Sieht auch nicht so futzelig aus wie diese Clean Smartwatches, also diese Fitness-Tracker, ja. Also das sieht bei meiner dicken Hand sieht das total scheiße aus. Aber hier. Oh, die ist auch schön bequem. Hab noch zwei Löcher Luft. Ne, komm hier.
So. Jetzt muss ich gucken, dass ich das hier irgendwie so halbwegs drauf kriege für euch. Müssen wir mal gucken, wie wir, kann ich das vielleicht über die App auch direkt messen? Nein. Ist ausgemacht. Über andere Apps einblenden. Ich kann nur hier die Zeit einschalten, bis das Display dann nicht mehr zu sehen ist. Systemzeit 24 Stunden. So, okay. Dann werden wir mal loslegen. Hier sind die ganzen BMI-Werte alles. Aber der solltet ihr messen. Messung starten. So. Jetzt misst er. Messung starten. Na, an der Haut und den Bildschirm nach oben. Und ruhig halten. Okay, Messung starten. Messung starten. Ja, doch, also man, die ist an der Haut. Also das muss man so machen. Ach, jetzt misst er. Man muss die Uhr wirklich so halten, sonst misst er nicht. Moment, ich mache mal schnell Messung starten hier. Nochmal messen. Okay, jetzt hat er gemessen. Wetter sehe ich, 17 Grad sind es bei uns. Mache eine Pause.
Bitte entspannen. Ach so, das steht ja da, weil ich ein- und ausatmen soll. Also so lange, wie ich hier ein- und ausatmen soll, sondern kann ich gar nicht einatmen, geschweige denn ausatmen. Ja gut, meine Lunge ist auch im Arsch, aber davon mal abgesehen. Sind noch 14 Sekunden. Ich habe zu spät ausgeatmet. Herzfrequenz. Fünf T-Shirts im Paket nur 20 €. Bei Spaß kostet vom 29. bis zum 1. Na, da werde ich doch bei der Aktion mal wieder bestellen müssen. Rebuy Service. App Vorschau. Was hat's? Apps aus unbekannten Quellen installieren. Nein. Herzfrequenz. Geräte-App benachrichtigen. Der Android Auto brauchst du nicht benachrichtigen, das ist ja Quatsch. Ja. Und okay. Ja. Okay. Tuja, nee, das ist nicht Sicherheit. Fitbit. Nee, Quatsch, Fitbit war das Falsche. Das war ja das Essensteil. So. So, ich muss hier noch einstellen. Zustand.
Der misst aber gar nicht. Warum misst denn der nicht? Doch, der misst. Da muss ich mich doch nochmal mit der Bedienungsanleitung ein bisschen auseinandersetzen. Ich muss die auch gleich laden dann noch. Aber den Schrittezähler will ich jetzt hier noch überprüfen, während ich im Kindergarten latsche. So, Messung starten. Also jetzt müsste er den die irgendwie Sauerstoff im Blut irgendwas, keine Ahnung. Jetzt müsste er. Also jetzt geht er nicht gleich weg. Jetzt ist er wieder weggegangen. Ich bewege mich mal jetzt nicht. Mal gucken, ob da was passiert. So, gucken wir mal. Ich habe es jetzt extra enger auch gemacht gehabt. Mache ich es doch mal noch lockerer wieder. Na, eins, nicht zwei. So. Machen wir Herzfrequenz manuell. Wieder hat er jetzt. Der misst nicht bei mir mein Dings richtig. Mal geht's nicht. Jetzt. Ich
Ich weiß nicht, woran es liegt, dass er mal macht, mal nicht macht. Bei Fahrrad, also wir haben auch hier verschiedene Möglichkeiten: Laufen, Bergsteigen, verschiedene Sportarten, also hier ist richtig viel drin. Also bei Bewegung, hier Blutsättigung, da kann ich dann halt wieder messen. Jetzt müsst ihr wieder. Bitte Uhr richtig tragen. Bitte Uhr nah an Haut halten und Bildschirm nach oben. Okay, also Bildschirm nach oben. So. Jetzt drücke ich mal auf, dass er nah an meiner Haut ist. Bitte Uhr richtig tragen. Trage doch die Uhr richtig. Oder muss ich die? Ich drehe die mal um. Vielleicht muss die auf die Seite. Nochmal. Jetzt müsst ihr. Uhr richtig tragen. Ne? Hat er wieder nicht anerkannt. Nach einer Weile. Macht ihr auch automatisch Schluss oder muss ich da jetzt? Ach, jetzt macht er auch Herz hier. Guck mal. Jetzt steht aber da 98. Jetzt geht's auch hoch. Also bei mir funktioniert das wohl nur an der Unterseite. Also der Innenseite vom Arm. Ist aber auch kacke, ich will die doch. Ich will die doch richtig tragen. Ich will die doch richtig tragen, ich will aber sehen. Naja. Ich würde sie eigentlich gerne hier tragen wollen, aber hier ist der Knochen. Warte, ich muss. Ich schiebe die einfach mal weiter hoch. Vielleicht ist das das Problem, dass die zu weit unten war, wegen meinem Knochen, weil ich habe hier gleich einen Knochen, der ist ziemlich dicht bei mir. So. Es scheint, dass er jetzt misst. So ein einschneidendes Erlebnis.
Blutdruck. So. So, gucken wir mal, ob er jetzt was hat. Uhr richtig tragen. Okay. So, jetzt drücke ich mal hier rauf. Also die sollte jetzt definitiv Verbindung zu meiner Haut haben. Uhr richtig tragen. So lässt meine Frau mich nicht raus, wenn das nicht funktioniert. Wir gucken jetzt erstmal den Schrittezähler. Die hat er auch, die hat er ganz normal. Tragen Sie die Smartwatch am in einem Abstand von etwa einem Finger vom Handgelenk. Okay. Hier ist das Handgelenk. Okay. Dann schiebe ich sie mal nach vorne. Ist das Oberhaupt lockerer wieder? So. Hier ist der Knochen. Hier oben ist der Kehlen. So, jetzt gucken wir mal. So, jetzt bewege ich mich nicht. Tragen Sie die Uhr richtig. Dann schieben wir sie noch mal ein Stück, ein paar Zentimeter weiter. So. Und Bildschirm nach oben. Habe ich. Ich habe den Bildschirm nach oben. Tragen Sie die Uhr richtig. Der kann doch nicht wegen meinen Haaren jetzt hier rummeckern. Ich rasiere mir doch nicht die Haare von der Hand. Stück nach vorne. So, jetzt gucken wir nochmal. Und ja, stillhalten. Also der sagte mal, ich trage die Uhr falsch. Montage. Sensor für Herzfrequenz. Könnte höchstens. Achso, die Zeit ist rum. Ich muss los. So, ich muss das jetzt noch ein bisschen testen. Ich werde die auch noch mal aufladen. Batterie ist ja bald leer. Und dann mal gucken, ob ich sie noch richtig zum Laufen bekomme. Bis dahin verabschiede ich mich jetzt erstmal. Ahoi, sagt euer Odin.